So, vierter Versuch, Field-Goal-Versuch. Marius Düss legt sich den Anlauf zurecht. Der Ball ist bei Stitt. Stitt, langer Ball, ziemlich weit überworfen. Das ist eine Interception, ganz klar. Für Jonas Ries, der den Ball zurückpitcht auf Crazy Brown, der jetzt natürlich die Meter macht. Ja, es sah so aus, als ob Ries nicht so ganz wusste, was er jetzt mit dem Ball machen sollte. Naja, er wusste, dass Crazy Brown schneller ist als er und beweglicher ist als er. Trotzdem muss man natürlich sagen, also in einem Playoff-Spiel würde ich davon ausgehen, dass die Trainer zu ihm sagen, bitte mach das nicht. Ja, aber wie kam es zu, sehen wir jetzt nochmal, wie kam es zu Interception? Klar überworfen, ja, Misskommunikation. Es war Druck auf Calvin Stitt, der Ball war weit überworfen. Stitt ist umgebügelt worden von einem Frankfurter Verteidiger in dem Moment, in dem er den Ball geworfen hat. Und Ries dann mit dem mutigen Pitch zu seinem Mitspieler. Muss ich definitiv bis zum Playoff vergessen. Der Snap ist da, Kick ist gut. Ja, die Reichweite hat er, ist auch im Ziel. Damit erhöht Duis auf 6:0. Ja, das waren immerhin 44 Yards Entfernung für Marius Duis. Und wieder das altbekannte Pärchen Chambers und Giel. Diesmal bekommt Chambers den Ball. Überquert die 20, kann sich auf der 30, kommt auf die 40, die 50, der ist durch. Da kommt keiner mehr ran. Touchdown für die Allgäu Comets. Ja, so schnell kann es gehen. Eine Mannschaft macht das Spiel, nutzt ihre Chancen nicht, kickt nur zwei Field Goals und einen Kickoff-Return später führen die anderen. Special Teams, man sagt ja immer, ein Drittel vom Spiel. Und Chambers bestraft die Frankfurter dafür, dass sie im Coverage-Team nicht konsequent genug sind. Da war schon mal von Anfang an eine Riesenlücke durch die Mitte. Dadurch ist er schon mal sehr weit nach vorne gekommen. Spencer Cutler mit dem Extrapunkt-Versuch. Und der Extrapunkt, der müsste daneben sein. Oh, da habe ich verguckt, also der ist gut. Damit 7:6. Also die Comets führen. In Frankfurt 3 Minuten 17 vor Ende des ersten Quarters. Wenn wir nochmal die drei bisherigen Kickoffs rekapitulieren. Die ersten beiden gingen ja auf Jonathan Giel, obwohl sie die Position getauscht hat. Also man scheint wohl in Frankfurt gemerkt zu haben, der Chambers, der kann was auf der Return-Position. Ja, und selbst wenn die das vorher nicht gewusst haben, jetzt wissen sie es. Korrekt. Jonas Ries versucht dann noch zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Er kommt dann halt nicht ganz hinterher. Chambers, der nicht viel Spielzeit bekommen hat in dieser Saison. Wenn Justin Sotelaar auf dem Feld ist als Quarterback und Jordan Paul, das sind ja die beiden Starter, das sind die zwei Amerikaner, die spielen dürfen. Chambers ist auch Amerikaner. Wenn Calvin Stitt allerdings Quarterback spielt, der ist Engländer, dann ändert sich die Situation und dann kann Chambers als zweiter Amerikaner aufs Feld kommen. Elfers, Ballübergabe auf Betzer. Und er müsste drin sein für den Touchdown. Aber eine Flagge. Späte Flagge wahrscheinlich. Beim Jubel. Dirk Schrader holt sich jetzt den Report ab. Es noch ein Personal Foul gegen die Comets. Damit bleibt der Touchdown. Und wir hören uns jetzt gleich übers Mikro. Nach dem Spielzug, persönliches Foul, Defense Nummer 3, die 15. Strafe kommt auf den Kickoff. Strafe gegen John Pelly und Sie haben es gehört, 15 Yards Strafe wird auf den Kickoff verhängt. Touchdown von Justin Rodney und jetzt der Extrapunkt von Marius Düss.
Der ist gut. Und damit ist die Sammlung Frankfurt Juniors wieder in Führung. 2010. 2010. Wiener Justin Sotteler. Die Allgäu Comets tauschen nach einer Interception immer ihren Quarterback aus. Auch eine Option. Der Snap. Pass von Sotteler. Wieder abgefangen. Diesmal von Lowry. Fernando Lowry in die Endzone. Touchdown Samsung Frankfurt Universe. Dann kommt jetzt also Calvin Stitt, wenn ich dir glauben darf. Ich glaube, habe ich es jetzt verschrien. Ja. Also was die Allgäu Comets schon im Hinspiel nicht hingebracht haben, ist mit dem Druck der Frankfurter umzugehen. Was anders war im Hinspiel ist, die hatten noch diese Wide Splits, die was bedeutet, dass die Offensive Linemen ziemlich weit auseinander standen und Frankfurt hat wirklich gnadenlos Druck gemacht. Jetzt versuchen sie ihre, seit der Stan Bedwell nicht mehr da ist, versuchen sie ihre Offensive Line näher aneinander zu stellen, damit die Spieler sich auch besser gegenseitig helfen können. Aber die werden hier trotzdem überrannt, wie im Hinspiel. Und das ist dann halt für die Quarterbacks wirklich extrem schwer. Ja, damit kommt jetzt das 2-Score-Führung. Aber das bedeutet auch, dass Justin Sotteler, einer der besten Quarterbacks der German Football League Süd, extra Punkt von Duis, ist gut, tut, hat jetzt in seinen letzten 4 Drives jeweils Interceptions geworfen. Und wir reden jetzt von 2 Wochen vor dem ersten Playoff-Spiel. So, die Frage, wo kommt das her? Also ich meine, er war ein Teil der Air Raid Offense, jetzt sehen wir nochmal das Play in der Wiederholung. Oder auch, ja, wo kommt's her? Der ist Suleimanov, der ihn über den Haufen rennt und er hat die Wahl, ich lasse mich sacken oder ich werfe den Ball halt und er weiß, dass Jordan Paul da draußen ist, aber Lowry lauert und ich bin mir sicher, den hat Sotteler gar nicht gesehen. Aber Gauthier jetzt als Fullback aufgestellt. Wird spannend. Angetäuschte Ballübergabe, Elfers, die Flagge ist geflogen. Und Robinson müsste das gewesen sein. Touchdown, aber wir haben eine Flagge. Eine frühe Flagge. Strafe gegen Kempten. Abseits Defense. Damit Frankfurt weiterhin ohne Strafe und mit Touchdown. Ja. Offside. Defense. Nummer 5. Strafe abgelehnt. Touchdown. Die Nummer 5 ist Dieter Morgenstern. Also ich denke mal, er wollte sich einen kleinen Vorteil verschaffen. Und der Touchdown erzielt durch unsere Nummer 3. Ja, also Robinson. Guter Pass von Elfers und die Frankfurter Offense, nachdem sie am Anfang doch so einen Stotterstart hingelegt haben. Jetzt läuft's bei ihnen. 2 Drives hintereinander mit dem Touchdown abgeschlossen. Und George Robinson, der lange gebraucht hat, um in dieser Saison in Form zu kommen, aber letzte Woche hat er 2 Touchdowns in Stuttgart gemacht, jetzt wieder einen. Das ist der George Robinson von vor 2 Jahren, also mit Marcus McDade einer der überragenden Receiver der Liga war. Leichter Dropkick. Auch der PAT ist gut mit Duis. Damit haben wir jetzt 27-7. Ja, 27-7, Anfang, ja, ist ja noch Anfang, zweites Quartal, ist dann schon eine klare Ansage für dieses Spiel. Lass uns noch mal kurz über die Rolle von Sebastian Gauthier reden. Ja. Wie gesagt, normalerweise Safety. Aber der Grund, warum er in die Offense kommen soll, Slot Receiver, während wir hier nochmal den Touchdown-Pass von Elfers auf Robinson sehen, reden wir darüber. Der ist einfach wunderschön platziert und Robinson ist frei gegen Dieter Morgenstern. Elfers, lange Ball jetzt auf Sebastian Gauthier. Und der ist frei, hat sich von seinem Gegenspieler lösen können und der Touchdown. Man hat es kurz probiert und jetzt ist es da. Dafür ist er da, Sebastian Sadier. Genau so stellen die sich das hier vor. So hat es in Dresden letzte Saison funktioniert und jetzt ist er für die, sagen wir, Frankfurt Universe der Mann für die langen Bälle. Ja, ich glaube, bei Sebastian Sadier können wir jetzt sagen, langsam hat er alles gemacht, was er in diesem Spiel machen muss. Er hat ein paar Hits kassiert. Er ist jedes Mal wieder aufgestanden, die Hits von hinten, die Hits in die Beine, alles gut. Jetzt ist er dem Gegenspieler mal davongelaufen und macht den Touchdown. Also bitteschön, für ihn ist sozusagen die Wiedereingliederung ins Footballteam eigentlich jetzt erfolgreich abgeschlossen. Er kann wieder auf die Bank. Der Extrapunkt von Duis ist gut. Damit 34-7. Ja, ist die Frage. Wie viel Flagge auf dem Feld? Okay, dann warten wir da nochmal ab. Defense. So, es bleibt dann dabei. Aber ist die Frage natürlich. Hier der lange Ball nochmal. Wie genau diese 2 Yards hier sich von seinem Gegenspieler separiert hat. Geschichte, was ein sensationeller Spielzug.
Ja. Das müsste Moritz Lindner gewesen sein, ne? Moritz Lindner, der da einfach nicht mithalten kann. Das ist das, was Sanier mitbringt, diesen Speed, wo er jeder Verteidigung tief eben Probleme bereiten kann. Dritter Versuch. Stitt rollt nach außen, wirft den Ball in die Mitte des Spielfeldes. Natürlich nur zu einem Frankfurter möglich. Und Kienan, den wir vorhin noch ein bisschen gescholten haben, macht die Interception und den Raumgewinn. Und Adrian Kienan hat wirklich nicht so viel Spielzeit in dieser Saison bekommen, aber das sind jetzt halt die Gelegenheiten, wo er zeigen kann, was er drauf hat. Aber das war jetzt natürlich auch, der spielt seine Position und Stitt unter Druck, wirft den Ball halt direkt zu ihm. Ja, der hätte Stitt einfach vielleicht die Unerfahrenheit nicht mehr werfen müssen, sondern und der Ball kann nur von Kienan gefangen werden. Ja, war noch ein Kempner Receiver, der hinter Kiernan Harry Innes, Tight End bzw. Wide Receiver, aber bei dem hat es nicht so richtig geklappt, den ins Frankfurter Angriffsspiel einzubauen in dieser Saison. Der hatte vorhin einen Catch, aber insgesamt doch eher unauffällig, auch wenn die Frankfurter ein bisschen variabler geworden sind in der Offense im Lauf der Saison. Innes, der seine Karriere in Kiel begonnen hat, hier in der GFL, jetzt der Pass von Weißhaupt komplett zum Touchdown auf Robinson. Ja, und für Robinson nach der letzten Woche mit zwei Touchdowns in Stuttgart auch heute zwei Touchdowns. Da schlägt er seinen Gegenspieler auf der Außenseite, bringt seinen Körper vor den Verteidiger und dann ist es auch ein relativ leichter Ball für Weißhaupt. George Robinson, der was zeigen musste in dieser Saison in Frankfurt. Und zumindest mal in der zweiten Saisonhälfte auch angefangen hat, was zu zeigen, hat er auch zu Saisonbeginn relativ schnell sich die Hand gebrochen, dann eine ganze Weile gefehlt. So langsam kommt er wieder in Form und keine Sekunde zu früh, weil das nächste Spiel ist ein Playoff-Spiel. Genau. Dies mit dem Extrapunkt und der Extrapunkt ist gut. Ja, 41-7. Das Spiel geht so weiter, wie es eigentlich in dem zweiten Quarter aufgehört hat, die Frankfurter. Vielleicht eigentlich viel zu einfach mit den Scores. Aber der Schlüssel für alles, was hier passiert ist, Kempten hat gegen die Frankfurter Defense schlicht und einfach überhaupt keine Chance. Also da geht wirklich gar nichts. Und wenn mit der eigenen Offense nichts geht, ist die Defense permanent unter Druck und dann passieren immer noch die Fehler, wenn wir noch den Touchdown-Pass sehen, da passieren die Fehler in der Offense. Das heißt, die Frankfurter haben ständig gute Feldpositionen mit ihrem Angriff und die eigene Verteidigung steht ständig mit dem Rücken zur Wand. Also das ist dann ein hoffnungsloses Unterfangen für die Verteidigung der Allgäu Comets. Stitt läuft selber, läuft nach außen, kommt in die Endzone. Da hat er einen Tackle gehabt, aber den hat er noch sich befreien können und damit Touchdown für die Allgäu Comets. Ja, Kevin Stitt also mit dem Touchdown auf, ich glaube, das war Kiernan, der den Tackle verpasst hat, der da beide Hände an ihm dran hatte, ihn aber dann eben nicht zu Boden bringt, ist dann eben auch schwierig. Der Tackle, den hat er relativ hoch angesetzt, so auf Schulterhöhe und dann kann man dann manchmal ein bisschen schwieriger zugreifen. Besser ist es, auf Hüfthöhe dann zuzupacken, den Arm um den Gegner zu legen und ihn dann mit umzureißen auf dem Weg ins Aus. Das wäre die Idee für Kiernan hier gewesen. Aber die Allgäu Comets machen den Touchdown und Spencer Cutler mit dem PAT und damit auch der ist gut. 14-41. Ja, und 6-13 noch zu spielen in Quarter Nummer 3. Ja, man hat gleich gesehen, die Unterschiede, nachdem Frankfurt mit der zweiten Defense auf dem Feld ist, dass es jetzt doch für die Comets möglich ist, den Ball zu bewegen, sofern man selbst fehlerfrei und foulfrei bleibt. Aber trotzdem, das Spiel ist natürlich schon eindeutig, ist schon entschieden für Frankfurt. Ja, nochmal der Blick auf den Lauf von Kevin Stitt. Kiernan in der Position, er versucht dann da ihn am Trikot zu Boden zu ziehen. Dritter Versuch für Sonny Weißhaupt und die Frankfurt Universe. Jetzt wieder der Pass auf den freien El Ali und damit Touchdown
Samsung Frankfurt Universe. Ja, auch wieder da. Einfach konnte sich separieren von seinem Gegenspieler. Ja, Sonny Weißhaupt, der in der letzten Woche schon einen Touchdown-Pass auf Najee El Ali geworfen hat und dann anschließend bei Facebook auch was Nettes gepostet hat. Ein Deutscher wirft einen Touchdown auf einen Palästinenser und einen Schwede und einen Serbe und alles Mögliche, alle möglichen Nationalitäten helfen mit, um in einem Team ein gemeinsames Ziel zu erreichen, was zeigt, lasst uns besser zusammenarbeiten, statt uns gegenseitig zu bekämpfen. Und das kann er gleich diese Woche wieder posten. Genau, hat wieder funktioniert. Der Kick ist gut von Duis. 48 zu 14. Der alte Abstand ist wieder da. So, gucken wir nochmal auf den Touchdown. Weißhaupt hat da vor allen Dingen viel Zeit und El Ali läuft seinem Gegenspieler ganz weit davon. Erster Versuch und lang, 25. Sonny Weißhaupt hinterm Center. Wirft den Pass komplett auf Gauthier. Der dreht sich einmal, der dreht sich zweimal. Schöne Spin-Moves. Und er schafft es zumindest, dass wir wieder in den alten Markt sind. Ja, zweiter Versuch und 8 oder 9 Yards zu gehen zum neuen First Down. Gute Aktion von Gauthier, wo man dann eben auch sieht, diese Drehung, die er da hat, das ist schon außergewöhnliche Qualität, auch für einen Offensivspieler keine Selbstverständlichkeit. Da sieht man dann auch, warum es möglicherweise eine sinnvolle Idee sein könnte, so jemand wie ihn in der Offense einzusetzen. Die Frage ist halt, ob die Trainingszeit reicht vor einem Playoff-Spiel, um da dann eine ernsthafte Rolle zu spielen. Und aber bitte, da ist nochmal er. Nochmal die Chance. Nochmal ein schöner Move. Nochmal ein 3 vorbei. Und jetzt hat er die Endzone verdient erreicht. Hervorragend, wie er sich da durch einfache Körperbewegungen. Du, und sparsam ist er auch noch. Er hat angedeutet, er wirft den Ball ins Publikum. Dann denkt er sich wahrscheinlich, oh, wir haben nicht so viele Bälle, behalten wir lieber. Den nehme ich vielleicht selber mit nach Hause. Mein erster Offensiv-Touchdown. Ja, aber auch ein bisschen zu einfach natürlich, wie die Allgäuer ja da jetzt verteidigt haben. Daniel hat auch war mit am Feiern. Sein erstes Rodeo und er hat gewonnen. Ja, Jubel ist groß, sehen wir jetzt leider nicht, aber der wird wirklich von der fast kompletten Endzone, Teamzone begrüßt. Betzer ist da, Daniel ist dabei, alle wollen ihn umarmen und ihm gratulieren zu seinem ersten Touchdown. Ja, da ist ganz viele neue Freunde in der Offense, nachdem er vorher immer nur mit den Abwehrspielern rumhängen musste. So, wir sehen, dass den PAT ist gut. Und Andreas, da wir ja eigentlich das Gremium sind, was immer die Plays of the Week für das GFL-TV-Magazin aussucht, ich würde schon mal fast sagen, das ist dabei. Also das war nicht schlecht, ja. Und jetzt, was das Spiel hier angeht, ja, was mir immer wieder auffällt, ist, wenn ich mir angucke, wie die Zuschauer so wählen, also so den Respekt vor einem schwierigen gefangenen Pass, den haben sie gar nicht so. Also man muss mit dem Ball in der Hand was Spektakuläres machen, dann hat man eine Chance und das macht Gauthier ja hier. Also man könnte die zwei Dinger hintereinander schneiden, das ist noch beeindruckender. Ja. Auch hier wäre schön aus Matthias Horvath austanzt. Ja doch, wir hatten einen Ball von Richard Samuel in der Endzone in Ingolstadt, der dann zum Play in der Dreifachdeckung, ja. Genau, das war schon aber extraordinär.